Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Market Insight aus der Deutschen Börse in Frankfurt. Ja, die Märkte werden bestimmt von Computern und Algorithmen, die richtigen Trading-Tools sind da besonders wichtig. Und über dieses Thema möchte ich nun sprechen mit Florian Eberhardt. Er ist Marktanalyst und Börsenpsychologe bei GKFX. Schön, dass Sie da sind. Herr Eberhardt, in dem Marktumfeld, in dem wir uns befinden, welche Trading-Tools würden Sie da als besonders wichtig und gut sehen? Also wir haben sehr, sehr viele Trading-Tools im Angebot. Man muss jetzt immer ein bisschen drauf schauen, was habe ich überhaupt für eine Handelsstrategie im Hintergrund? Ja, man darf es nicht unbedingt von dem Marktumfeld abhängig machen, sondern einfach mal drauf schauen, bin ich der klassische Trendfolgetrader? Bin ich ein Range-Trader? Trade ich vielleicht Breakouts oder Countertrends? Dafür gibt es auf jeden Fall interessante Hilfsmittel und da haben wir ein sehr, sehr großes Paket im Angebot mit verschiedenen Tools, die einfach bei der Handelsentscheidung unterstützend wirken. Nennen Sie doch mal so zwei, drei Tools, die hilfreich sind. Also gerade im aktuellen Marktumfeld haben wir es ja mit sehr, sehr vielen Marktterminen zu tun, zum Beispiel Zinsentscheide. Ja, da kann man sich zum Beispiel auch mit der sogenannten Session Map bei uns benachrichtigen lassen, beziehungsweise man sieht Markttermine, die anstehen, eingeblendet auf einer Karte und man weiß dann genau, wann steht welcher Termin an, welche Wichtigkeit hat der Termin und man kann so ein bisschen abschätzen einfach, ob der Termin eine Volatilität im Markt auslösen wird oder ob es eben ein Ereignis ist, was jetzt für meinen spezifischen Markt nicht so stark von Bedeutung ist. An der Börse kommt es ja schon nicht mehr auf Sekunden, sondern auf Millisekunden an. Wie muss man da reagieren? Also gerade in diesem High-Frequency-Trading-Bereich hat der Privatanleger sehr, sehr schlechte Chancen, wenn er da nicht optimal mit Informationen oder Tools ausgestattet ist. Aber zumindest im One-Click-Trading-Bereich, im Scalping-Bereich, ja, da haben wir auf jeden Fall Tools, den sogenannten Tick-Chart-Trader, den Sie nutzen können. Und da haben Sie die Möglichkeit, wirklich ganz, ganz gezielt und schnell mit Shortcuts in den Markt zu gehen. Also im Prinzip ein Tastendruck, ich bin mit einer vordefinierten Ordergröße dabei. Und das Interessante oder der Unterschied ist wirklich, dass man auch den Stop-Loss-Kurs im Vorfeld bei uns definieren kann und man muss nicht extra die Position eingehen im One-Click-Trading-Bereich und dann erst nachträglich den Stop-Loss-Kurs setzen, sondern das Ganze kann im Vorfeld definiert werden und das ist schon mal eine sehr, sehr interessante Innovation, einfach die einen erweiterten Sicherheitsaspekt hat. Das heißt also, man kann viele Dinge automatisieren. Richtig, genau. Darauf wollte ich hinaus. Man kann viel automatisieren, man kann sich das Leben als Trader ein bisschen leichter machen und vor allen Dingen kann man dadurch auch Handelsentscheidungen sicherer treffen, die man so normalerweise diskretionär nicht umsetzen würde. Welche Märkte eignen sich denn besonders für solche Trading-Tools? Also ich würde es nicht richtig vom Markt abhängig machen, sondern ich würde einfach schauen, was habe ich für eine Handelsstrategie, was gibt es für Tools auf der anderen Seite und wie werde ich da ein Stück weit in meiner Informationsverarbeitung entlastet. Und das hängt jetzt wirklich davon ab, ob ich ein Trendfolgetrader bin oder ob ich sage, ich möchte mich wirklich im kleinen Zeitrahmen bewegen, im Tickchart-Bereich, im Scalping-Bereich und dafür einfach das passende Tool suchen. Ja, wenn ich jetzt einen sehr trendstabilen Markt habe, wie zum Beispiel Währungsmärkte, da kann ich dann zum Beispiel auch solche Geschichten nutzen, dass ich dann eine Trendlinie einzeichne und diese Trendlinie gleichzeitig als Stop-Loss-Kurs definiere. Da muss ich die Position nicht mehr beobachten, sondern die ist einfach abgesichert. Wenn der Trend nach unten gebrochen wird, dann wird die Position einfach liquidiert und ich habe mein Risiko damit minimiert. Das heißt, in den letzten Wochen haben wir ja auch sehr volatile Märkte gesehen. Es ging deutlich mal rauf und wieder runter. In solchen Situationen kann man dann auch seine Geschäfte absichern. In solchen Situationen kann man die gerade absichern, weil wenn der Trend einfach gebrochen ist, dann ist es kein klares Bild mehr. Man soll ja wirklich seine Trading-Strategie 1:1 einhalten und wenn das Signal einfach nicht mehr vorhanden ist, dann scheitert es oftmals am psychologischen Faktor. Man sagt dann, naja, der Markt dreht vielleicht doch nochmal oder eventuell, ich lasse die Position einfach mal ein bisschen länger offen, das wird schon. Ja, und da ist dieses Tool einfach unemotional. Wenn das Trading-Signal nicht mehr da ist, wird die Position geschlossen und damit habe ich dann einfach größere Chancen, meine Trading-Strategie 1:1 wirklich so umzusetzen, wie es auch geplant war. Es klingt ja ein bisschen kompliziert. Kann dieses Tool wirklich jeder auch so einfach bedienen? Also die Tools sind gerade für den Privatanleger wirklich so ausgelegt, dass es eben nicht unzählige Einstellungsmöglichkeiten gibt, sondern dass es eine klare und übersichtliche Struktur hat. Die Eingabemaske ist sehr übersichtlich und vor allen Dingen, wir haben interessante Videos dazu. Wir haben eine Videoanleitung, die Ihnen diese Tools näher bringen und wo Sie wirklich dann auch die Funktionalitäten des Tools nochmal in aller Ausführlichkeit vorgestellt bekommen. Also wir sehen, die Algorithmen der Börse werden uns weiter beschäftigen. Florian Eberhardt, Marktanalyst und Börsenpsychologe von GKFX. Vielen Dank Ihnen und liebe Zuschauer, ich hoffe, für Sie war was dabei. Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Mehr Informationen finden Sie auf gkfx.de. Danke für Ihr Interesse.